Nicht wundern, warum ich eine Jacke anhab. Die Talkshow ist heute ein bisschen kalt, weil die Heizung nicht funktioniert. Sogar so kalt, guck mal, mein Atem. Auf diesem Wege bewerben wir uns für den Rap-Videopreis zum 572.000. Mal. Liebe Grüße. Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe der... Ihr wisst es, wo ihr seid. Heute ist der 7. Dezember und weißt du, wer da Geburtstag hat, Matze? Nee. Aaron Carter! Nein! Kennst du Aaron Carter noch? Ja! Kennt ihr Aaron Carter noch? I Want Candy? Ich kenne nur I Want Candy. Crush on You? I Want Candy? I'm All About You? Das kenne ich aber nicht. Ich glaube, der ist ein Jahr älter als ich, ne? Dann müsste er 19 sein. Seid ihr auch schon genauso in Weihnachtsstimmung wie ich? Dieser Hund ist es auf jeden Fall. Dieses Video hat eigentlich gar nichts mit der heutigen Talkshow zu tun. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, weil ich es lustig finde. Kommen wir jetzt zum ersten richtigen Video. Dieser kleine junge Mann hat ein Problem. Er sucht etwas. Der kleine junge Mann sucht also seine Taucherbrille. Eigentlich ein klassischer Witz, denn wer kennt es nicht, wenn Opa seine Brille sucht und sie doch die ganze Zeit auf dem Kopf ist. Dieser kleine Mann ist aber so verwirrt, dass er selbst, nachdem die Mutter ihm geholfen hat, nicht so wirklich weiß, wo die Brille sein könnte. Traurige Geschichte, auch zwei Wochen nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, sucht der Junge noch heute seine Taucherbrille. Nein, natürlich nicht. Er hat sie gefunden. Schaut doch mal. Da habe ich sie aber, habe ich sie kurz in das Licht geführt. Ein kleiner Jux. Ein Schabernack. Ein kleiner Schabernack bin ich. Matze, hast du auch mal was gesucht, was du bis heute nicht gefunden hast? Meine Würde. Deine Würde, dein Gehirn, deine charmante Art Frauen gegenüber. Nichts gefunden. Schade. Bitte. Traurig, traurig. In unserem nächsten Video sucht eine Teenagerin händeringend um Aufmerksamkeit. Eine Frauenvolleyballgruppe steht gerade in der Schlange und wartet auf irgendwas. Eine junge Dame ist wohl ziemlich langweilig und sie vertreibt sich die Zeit mit etwas Rumgetanze. Peinlich wird es nur dann, als sie merkt, dass die Eltern sie gerade filmen. Peinlich, peinlich. Dabei wollte sie doch nur etwas Aufmerksamkeit. Diese hat sie ja jetzt von ihren Eltern bekommen. Was danach jedoch passiert, sichert ihr die Aufmerksamkeit der gesamten Turnhalle. Sie wollte Aufmerksamkeit, sie hat sie bekommen. Kommen wir zu einer ganz besonderen Mitteilung. Übernächsten Mittwoch wird es die letzte Ausgabe der Talkshow. Übernächsten Mittwoch wird es die letzte Ausgabe der Talkshow geben. Für dieses Jahr! Den Witz habe ich letztes Mal schon mal gemacht. Und schon letztes Mal hat keiner drüber gelacht. Die letzte Ausgabe der Talkshow wird eine ganz besondere werden, denn ihr dürft eure Top 10 Talkshow-Videos 2016 wählen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist einfach unten in die Videobeschreibung klicken und dann dem Link folgen und bei der Abstimmung mitmachen. Am 21. Dezember gibt es dann eine Ausgabe der Talkshow und wir präsentieren eure Top 10 der besten Talkshow-Videos 2016. Viel Spaß damit und jetzt unten klicken bitte. So, jetzt. Wenn ihr das jetzt seht, habt ihr es immer noch nicht gemacht, macht es bitte jetzt. Klickt jetzt unten in die Videobeschreibung und wählt euer Lieblingsvideo 2016 aus der Talkshow. Jetzt. Jetzt. Ist immer noch nicht gemacht. Das kann nicht wahr sein. Klick! Klick! Mach! Klick! Dummes Kind! Klick! Und...
Dumm! Wie dumm kann man sein?